Und damit willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Sollte die Kameraführung heute etwas zittrig sein, seht mir's bitte nach. Ich komme gerade von der Fahrschule. Und auch wenn ich nur 2 Stunden hatte, ich bin am Ende. Ich habe von Blut und Wasser geschwitzt. Und ich brauche jetzt erstmal was, um mich zu beruhigen. Sonst kriege ich ja noch einen Lagerkoller ist das falsche, sonst kriege ich ja noch einen Fight. Ich möchte jetzt auch gar nicht wieder stundenlang drüber reden. Ich möchte jetzt einfach nur irgendwas machen, was mich ein bisschen ablenkt. Und ich würde sagen, da wir das ja schon lange in der... Das ist Birke, Eiche, Eiche. Da wir schon lange in der Planung hatten, aber bis jetzt noch nicht so verwirklicht haben. Das lauert, glaube ich, alles, ja, was wir übrig gelassen haben. Gehe ich jetzt mal zum Baumhaus und baue das hier ein bisschen weiter. Hatte ich ja, wie gesagt, schon seit mehreren 100 Folgen versprochen. Und das machen wir jetzt auch. Und hier wird ja dann noch alles voll mit Slabs gemacht. Hier oben möchte ich eigentlich nicht mal eine Terrasse noch drauf, am höchsten Tag da hinten. Das heißt, wir könnten dann hier eine Wand machen. Und ja, wenn wir dann hier die Wand gemacht haben, also die Fenster würde ich denke ich fast hinterher einbringen, weil ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich die dann im Endeffekt machen will. Ich weiß auch wo. Und ja, der Rest wird sich dann denke ich auch geben. Ich denke nicht. So, die Slabs sind auf der Höhe, also müssen wir... Haben wir eine Schere dabei? Nee. Also müssen wir hier auch einen wegnehmen, in der Reihe. So kurz an der Nase kratzen. Ich schwitze auch wie ein Kloppter. So. Ah ja, und hier sind wir dann quasi bei der Terrasse. Eigentlich wollte ich die ja nach oben hin ein bisschen offen lassen. Aber da ja dann hier noch was drüber kommt... Moment. Habe ich gerade nämlich eine Idee. Wenn wir nämlich sagen, wir nehmen die hier wieder weg. Und machen bis hier. Nein! Wieso habe ich das gerade irgendwie gewusst? Ich weiß es nicht. Ich laufe nochmal ganz kurz hoch. Da haben wir nämlich dann, wenn ich das so mache, da drüben noch eine offene Terrasse, wie ich sie eigentlich auch haben wollte. Dann mache ich den ja auch noch weg. Und gleichzeitig könnten wir ja dann trotzdem halt, gleichzeitig können wir dann trotzdem mir fällt gerade das Wort nicht ein. Hier drüben ins Fenster bauen, so rum. Mann. Man merkt vielleicht, dass ich gerade ein kleines bisschen fertig bin. Ich weiß gar nicht warum. So, hier machen wir dann ein kleines Fenster rein. Ein paar Slabs hatte ich aufgesammelt, die verteilen wir gleich noch mit. Da haben wir so wenigstens erstmal aus dem Inventar raus. Da ich eh gerade schon mal da bin, machen wir gleich noch ein paar neue. Weiß gar nicht, ich mache einfach mal ein paar mehr. So, die 2 behalten wir. Mit 60 Stück werden wir zwar auch nicht hinkommen, aber für den Anfang schon mal gut, dann machen wir das hier erstmal fertig. Genau, und hier, das muss ich aber wieder weg. Das ist jetzt ein kleiner Fehler gewesen. Hier machen wir einfach noch Blätter hin. So. Ja, das können wir hier so machen. Hier haben wir ja auch schon ein schönes Fenster drin. Ja auch. Und hier geht es dann noch mal ein Stück rüber auf die beiden Bäume.
Machen wir jetzt erstmal hier eine Schicht rein, eine Deckschicht. Soll ja auch alles Hand und Fuß haben. Beziehungsweise Blätter und Holz. So, eins Deck ist alle. Nehmen wir gleich das nächste. Und auf der Höhe bauen wir dann zu. Am liebsten würde ich jetzt ja Bäume wachsen lassen, aber das Problem ist, ich glaube mich zu erinnern, dass wir nicht mal so viele Knochen haben. Daher lasse ich das einfach mal. Und rein von der... Ah, wir sind ja schon oben. Fülle ich das jetzt noch bis hierher auf. Gut, das eine Blatt ist jetzt mal egal. Das ist mir nicht egal. Aber genau das geht mir dann auf den Keks, dass ich bei einer Schere dann die Hälfte wieder nachher bauen muss. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Okay. Hier oben, das bleibt ein Raum. Kann ja hier von mir aus noch ein Fenster rein. Wobei vielleicht doch lieber nur zwei. Aber mir so guckt, sieht geil aus. Also hier mit dem Nebel auch drin. Ich mag das, bauen wir es jetzt schon. Die Etage wäre dann 2,5 hoch. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen mau. Und das Schöne ist, dass ich die Blätter kaum sehe, wenn ich hier nach oben gucke. So. Machen wir jetzt erstmal hier noch ein kleines bisschen Dach drauf. Da holen wir dann noch ein paar Blätter. Ich habe ja drüben noch jede Menge von dem Zeug. Aber hier oben muss dann auf jeden Fall noch mehr drauf, weil eine Schicht Blätter ist hier gerade bei den Texturen einfach viel zu wenig. So, hier hatte ich jetzt noch mal irgendwo ein Blatt. Ich gehe erstmal ganz kurz neue Blätter holen. Ich wollte eigentlich jetzt danach schlafen gehen, aber ich hole erstmal die Blätter, da ist nämlich eine halbe Nacht dann... Ach! Die halbe Nacht schon vorbei. Aber ich lagere hier mal noch ein paar Sachen um. Nochmal Blätter, Rosen können raus, Holz, Stöcken. So, das haben wir zusammengefasst. Äpfel. Das Level. Ja, da lege ich mich kurz hin. Blätter haben wir ja dann genügend. Was ich aber trotzdem mache, ist drüben Holz holen. Von unserer aktuellen Holzfarm. Halt. Ich wollte auch nochmal gucken, ob ich hier die Türe noch irgendwie richtig setzen kann. Oder ne, dann die. Hier ging genau andersrum auf. Naja, Hauptsache es geht auf. Sieht's nicht so blöd aus in dem Moment. Denn das ist von der Seite her nicht gut, wenn es doof aussieht. Hier draußen haben wir noch jede Menge Holz und auch genauso viele Blätter. Das Durchbauen ist manchmal eines der schlimmsten. Das Holz, das wird zwar sinnvoll eingesetzt, aber wird es eigentlich später gar nicht mal so richtig sehen. Weil das ist ja auch bloß dafür gedacht, dass das ganze Dach ein bisschen dichter wirkt und dass so ein paar Pfeiler auch Strukturen das Baumhaus bringen. Mehr ist es ja in dem Moment eigentlich gar nicht.
Aber ich möchte trotzdem, dass es schön aussieht. Insofern ist das ausnahmsweise erlaubt. Weil wenn ich daran denke, wie viel Holz wir hier noch brauchen für das, für die Dächer, für die einzelnen Zwischenböden und so weiter, da würde ich mich manchmal über einen Steckfall, einen Stack Holz freuen. Wo ich weiß halt nie, ich könnte natürlich auch Holz offline farmen, aber damit dann natürlich ein findiger Zuschauer unterstellen könnte oder findige Zuschauer, dass ich gecheatet habe, mir Knochenmehl aus too many items geholt, weil Creative geholt habe und hier die Bäume abwachsen lassen und so weiter, möchte ich das nicht, weil ich möchte euch natürlich daran teilhaben lassen an dem normalen Gameplay ohne Cheaten, außer natürlich es gibt Momente, in denen es auch mal sein muss. Einfach weil es Situationen gibt, in denen das einfach zu lange dauern würde, gerade die Monsterfalle innen irgendwas zu reparieren oder solche Kleinigkeiten. Da bin ich ausnahmsweise mal einer, der sagt, bevor wir die Hälfte auseinandernehmen, machen wir das so. Früher habe ich es auch nicht gemacht in meiner Let's Show-Welt, in meiner Hauptwelt, aber da ging das dann auch echt manchmal tierisch auf den Keks. Wenn da mal wieder ein Creeper was gesprengt hat, die halbe Falle wieder aufzubauen oder auseinanderzunehmen, um da erstmal hinzukommen. Das war dann schon, ich möchte sagen, ätzend. Holz, ich sehe es. Aber was für Holz? Die Sonne blendet auch zum Glück überhaupt nicht. Wobei ich den Realismus aber gut finde. Wobei heute früh im Auto hat sie mich auch geblendet und es hat mich auch tierisch angekotzt. Aber in dem Moment, ich kann ja die Sonne nicht einfach ausschalten, wie hier. Hier gebe ich einen Befehl, dann ist die Sonne erstmal weg. Und das geht leider echt auch nicht mit den Blättern. Sonst hätten auch manche Leute ihren Job echt viel leichter. So, ich denke aber, dass wir gleich genug haben. Ich mache hier noch ein kleines bisschen was weg. Dann machen wir erstmal hier noch. Machen wir den weg noch. Und den daneben. Und das reicht. Hoffe ich. Also ich kann das jetzt nicht so beurteilen. Ich hoffe es einfach. So, ich pflanze gleich wieder neue an. Ne, hier nicht, das ist zu nah. Ich muss sagen, das sieht jetzt mit den Texturen und mit dem Shader echt aus wie ein richtig schöner Wald. Das mag ich. Am liebsten würde ich es so machen wie früher, wenn hier irgendwo noch ein Baum mit einem Knochenmehl gewachsen ist, habe ich einfach immer eine lange Reihe gemacht, Timbermod drin, einmal draufgehackt und alles war weg. Das war eigentlich immer das Schönste, was es soweit gab, weil man hatte mit wenig Aufwand echt wirklich teilweise viel Ertrag. Da hatte ich dann teilweise 3 Stacks Baumstamm oder halt so wie jetzt hier. Das war schon extrem effizient. Leider gibt es das ja jetzt so nicht mehr, man braucht jetzt immer so viele Knochen, dass ich sage, lieber auf die konventionelle Art, in der Zeit kann ich ja bauen, während die Bäume wieder wachsen. Das bringt mir mehr, als wenn ich hier nur rumstehe, sitze, laufe und sinnlos warte.